ganz kurz was sagen. Ihr seht es wahrscheinlich schon auf der Map. Nämlich, ich habe ja, wie ich aufgehört habe, habe ich ja, also wenn das Video vorbei war, waren ja hier noch ein paar infizierte Zivilisten. Nur hat irgendwie die Aufnahme dann gesponnen, also keine Ahnung. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich das jetzt halt schnell noch so offscreen fertig, weil das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn hier die Infizierten einfach so, wenn das hier fehlt, wie ich die einfach einsammle, weil das braucht ja keiner, theoretisch. Und da dachte ich mir, okay, dann machst du halt das jetzt schnell fertig und dann nimmst du weiter auf. Und das habe ich jetzt gemacht. Also die infizierten Kollegen sind alle weg. Also die sind jetzt alle in der Ambulanz und mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Und ja, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Autom-Kacke. Also zuerst die blauen Dinge, würde ich sagen, und dann das Foto-Ding und dann die Kanalisation. Alles klar. Oder nee, einfach die Extreme-Scheiße, weil die gerade hier vor meiner Nase ist. Na dann. Yo, I see you and I come for you. Just for you. Ach genau, der Basketball, das Basketballfeld, das war... Oh, ja, komm schon. Ja, was ist, Spidey? Okay, es geht noch, einfach. Was zur Hölle? Spidey, mach nicht so ein Scheiß mit der Wand, das macht doch keinen Spaß. Wo ist dieses scheiß Basketballfeld? Er liebt das, oh mein Gott, ey. Mein Gott, ist das ein Kack mit dieser Kamera. Ist das ein Scheiß? Spidey! Ja, ich hab's. Gott sei Dank. Also Basketball spielen kann er, muss man sagen. Bisschen mit Netz herumcheaten, aber ist ja auch egal und fertig. Rock'n'Roll, Bitch! Jo! Feierabend. Passt. Geil. 10:30 Raubüberfall, ich bin schon da. Oh, cool, okay. Warte mal. Hä, wo ist das Ding? Hä, hallo? Ah, hier, ach du Scheiße. Er wird noch länger leben, du kleiner Wichser. Komm, ich brauche eine Kompo, ich habe ja das Ding jetzt hier. Dass die Kompo, das Blocken unterbrechen kann, meine ich jetzt, wenn ich eine Kombo habe, genau. Sehr nice, okay. Du gehst down, so deine Block-Scheiß bringt sich jetzt nichts mehr. Jawohl, so muss das laufen. Und das war's. Das Spiel ist jetzt auf jeden Fall viel einfacher, weil jetzt kann die Wichser was immer blocken. Kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Nice. Ja doch, eigentlich hört dich viele Leute, Kollege. Als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft hau ich die weniger freundlichen Nachbarn gerne aus den Socken. Trotzdem, seien Sie vorsichtig. Genau, und ich bin weg. Ciao, Kollege. So, jetzt nochmal die Extreme-Scheiße und dann haben wir das auch wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe keine Ahnung, welche Mission die dann ist, wo ich dann weiß, okay, das ist die letzte, aber ich glaube, das geht schon um so 5. Ja, so 5 Extreme-Sachen werden hier schon noch sein. Also nicht nur die Zeitkacke, sondern auch die Kamerakacke, was ich am meisten hasse. Weil ich das selber nicht steuern kann, wie Spidey was macht und da weiß ich halt nicht, wie er das gerade macht und wie ich die Kamera halten soll. Das ist halt das Problem. Und so, wenn ich die Zeitkacke nur mache, dann kann ich ja selber herumschwingen und dann weiß ich auch, okay, ich schwinge jetzt hier hin und hier. Und das ist halt einfacher. Jaha, musst du genau über den Park fliegen, sag mal. Aber genau über den Park, das ist nicht nice. Naja, okay, komm schon. Krieg ich ihn? Nicht ganz. Fuck. Genau, es gibt nur große Verbrechen, nur beschissene. Okay. Okay, warte mal. Hier komme ich noch nicht hin, das heißt, ja, easy.
Einmal hier und jetzt hier. Juhu, der war geil. Der war richtig nice. Nice one. So, komm schon. Ich brauche Schwung und dann rein. Nice. Und Vams. Ist auch geil. Hey, unsere Freundin quält sich zu Tode wegen diesem Scheiß wegen der Infektion. Und wir haben ja unseren Spaß mit der Tempo-Herausforderung. Das ist zu lollig. Aber na gut, wir retten sie eh so gut wie es geht. Also, ich brauche auch mal ein bisschen Spaß. So viel Scheiße, wie es bei dem erlebt. Ist ja ganz klar. Und so wie er auch immer nach der Mission aussieht, ist ja auch schlimm. Ganze Aufzug aufgeschlitzt. Oh Mann. So, oh, das war's schon. Geil. Ja, easy going ist das halt. So, Feierabend. Das war supidupi epic, Digga, Kollege. Nice. Was, Verfolgung? Ja, so, jetzt geht's wieder die Verbrecher an den Kragen. Wenn er hier mal fertig geladen hat, dass ich mal was machen kann. Danke. So, jetzt gibt's aufs Gesicht für die fucking Verbrecher. This is my town. Ja, Page, this is my house. Spider-Man, this is my town. Das ist meine Stadt. Stimmt auch, das ist eine Stadt. Er ist hier der Superheld. So. Und go. Ihr habt gar nichts drauf, okay? So, einen habe ich schon mal. Instant, easy. Nö, nö, ich bleib noch ein bisschen auf dem Wagen, da ist es gemütlich. Komm schon, jawohl. Einmal. Und der andere fährt gleich hier. Was für ein Vollpfosten, ey. Was für ein Pfosten. So, einfach. Das wäre erledigt. Aus das Ungeziefer, ja, weißt du was? Du kannst mich mal. Hier. Ihr seid jetzt gleich bei den Cops. So. Ciao. So sieht's aus, Freunde. So sieht es aus. So, tschüss und so. Nice. Okay. Haben wir schon? Ja. Gut, dann Helikopter, Blockade. Löst die Blockade auf. Kein Thema. Und das ist halt, das ist, glaube ich, für mich ein bisschen schwieriger als die anderen Nebenmissionen, weil dort können die Feinde auch, Alter, da haben sie halt auch MGs und so, nicht MGs, Sturmgewehre halt. Weil nicht so wie bei den normalen Überfällen, wo sie einfach nur mit der Faust kämpfen, da ist es ja Pipifax. Und halt auch hier bei der Autoverfolgungsjagd, da ist es auch nichts, weil da haben sie eine Schrottflinte und das war's. Ist jetzt auch nicht so schwer, aber bei der Blockade muss man schon ein bisschen taktisch sein und ein bisschen lame auch, aber naja, gut, solange wir es schaffen. Nein, Spidey, das war auch falsch. Ich will hier hoch. Hab mich ganz kurz verdrückt. So. Oh ja. Okay. Viele Cops sind schon mal down, das ist nicht gut. Oh, Drillinge. Ja, lol und so. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir können das so machen, oder? Jawohl. Tarnattacke. Vams. Okay, aufpassen. Ich bin zu schnell für euch, ihr Wichser. So, warte mal. Dann machen wir es so. Ne, nicht Netzhieb, ich will. Scheiß. Tarnattacke. Ja, also. So, du bekommst es aufs Gesicht. Da kenne ich nix. Fuck. Warte mal. Jawoll. Und aufs Gesicht. Das war's. Oder? War's das? Jo. Nice. Okay. Ich bin weg. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ich brauche kein Danke. Ich brauche einfach nur meine Ruhe von den Cops. So, mehr brauche ich gar nicht. Ich warte gar nicht auf das Danke, was die Cops dann sagen oder wahrscheinlich eher nicht sagen, aber egal. So, da hinten ist, da haben wir gleich hier ein Verbrechen wieder, kein Thema. Haben wir gleich. Ja, Diebstahl, ich bin schon dran. Ich bin schon dran.
Weg von ihr, hat sie gesagt, du Wichser. Zack, hier. Einmal. Bam. Yo, ich kenne mich nichts mehr aus. What? Achtung. Immer schon aufpassen. Nice. Feierabend. Wow, da ist noch einer. Alter. Ich dachte, da sind keine mehr, weil er hier schon Finisher gemacht hat. Lol. Okay. Weil normalerweise macht er den Finisher erst dann, wenn hier alle down sind, aber da war noch einer. Lol und so. Fucking LOL. Komm schon? Okay. Gut, so, was haben wir noch? Ein Verbrechen und dann die Fotokacke und Kanalisation. No problem. Ach du Gott, ist das, weil der halbe Stadt. Heilige. Na okay, die Fluglinie geht ein bisschen schneller, aber. Wow, trotzdem weit. Naja, gut. Ein Superheld hat große Verantwortung. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber was soll's. So. Einmal hier. Und ja, mit Schwingen geht es sehr schnell, also. Jupp, es gibt nur riesige. So, Achtung. Einmal, sagen wir mal, hier hin. Eine Tarnattacke brauche ich keine. Warte mal. Okay, machen wir instant. Einmal Bams, ich bin hier. Und einmal Bams. Boom. Ja, tut doch was. Was wollt ihr denn machen? Hä? Ihr Vollpfosten vom Dienst. Bams. So, jetzt kommt. Jetzt bin ich unstoppable. Bams. So sieht's aus. Ja, solltest du aber haben, Kollege. Und das... war's, wieder eine Rack Attack. Bam! Ich weiß, dass ich ein Gentleman bin. Typisch. So, einmal hier und einmal da und einmal hoch und dann passt. Nice. So. Wir sind wieder Fotograf. Weiß ich nicht genau, welches Ding wir jetzt da hier fotografieren müssen. Also, um was es jetzt hier eigentlich gegangen ist. Aber ich kann ja mal nachschauen. Könnt ihr mal nachgucken, Rettungsleine, das kann eine Weile dauern, was? Also die Rettungsleine, ah, weiß ich schon. Dass wir alle zusammenhalten müssen und so, schon klar, okay. Kein Thema. Ich warte eigentlich nur auf diese eine Fotomission, da wo so ein wirklich mysteriöses Ding irgendwie ist, also auch so ein Poltergeist oder so, aber da was auch so eine mysteriöse Nachricht hat. Auf die Kacke warte ich eigentlich die ganze Zeit, aber die kommt hier noch nicht, leider. Weiß nicht genau wie, doch, ich hab sie so ein bisschen auf dem Kopf, aber ich sag's jetzt mal nicht. Ich weiß noch nicht mehr, ob das überhaupt stimmt, so wie ich es im Kopf hab. Ja, solltest du. So, was muss man eigentlich hier nochmal fotografieren? Hier einmal das Ding, glaube ich. Die Kollegen. Komm. Ja, der Taxi auch noch, ist geil. Sicher ist, dass die Sicherheit verstärkt... Was? Sicher ist, dass die Sicherheit verstärkt haben. Draußen herrscht Unruhe. Aha. Dann brauchen wir... Warte mal. Ich muss sie aufwundern oder so. Heute ist der Tag, an dem alles schief geht, was? Aha. Kein guter Tag heute, was? Zeigt euch Leuten, die in der Schlange warten, sollen, denen sie wartet, viel besser. Ja, Wieden. Hallo. Die sehen mich doch eh, aber da bringt sie nichts. Hallo, ich bin hier. Okay. Ja, merkt man, dass sie der Wartezeit akzeptieren. Die tun gar nichts, naja, okay. So, und hier, die kann ich mal stehen. Die. Einige von ihnen sind so krank, sie können nicht mal stehen. Oh man, fucking Virus. Okay. Passt, hauen die ab. Bad, nee, ich will hier oben bleiben. Spidey. So. Was ist hier los? Spider-Man, hier ist ein kleiner Einblick, sorry, die ich heute am Zen werde. Trotz aller Anstrengungen des Gefahreneingriffstrupps ist die Zahl der Menschen, die medizinische Hilfe benötigen, explosionsartig gestiegen. Es wurden Sicherheitszonen eingerichtet, um eine mögliche Unruhe zu verhindern. Trotz der Anspannungen und der Dringlichkeit der Lage haben sich die Bürger größtenteils zivil gezeigt. Das Leid wird von allen geteilt und viele sind einfach zu schwach, um Probleme zu verursachen.
Ja, stimmt auch. Das ist ein bisschen so, weiß ich nicht, für wie Prototyp. Ist ja auch infizierte Kacke und so. Naja, was soll's? Was soll ich machen?